Lounge für edle Düfte, Getränkeflaschen oder Verpackungen aller Art. Die Supermärkte und Drogerien sind voll von seinen Kreationen. Einige sind zu Designklassikern geworden. Den Kopf dahinter kennen nur wenige. Peter Schmidt, Deutschlands erfolgreichster Produktdesigner, ist nicht annähernd so prominent wie seine Produkte. Das kommt daher, dass ich mich immer hinter die Produkte gestellt habe und gar nicht im Vordergrund sein wollte. Und auch eigentlich schon früh genug erkannt habe, dass ich lieber meine Schüchternheit und meine Zurückhaltung pflege, als mitzuspielen in einer Welt, die mir gar nicht liegt. Es gibt Menschen, die haben eine Sehnsucht, sich darzustellen. Das habe ich gar nicht. Eher fürchte ich mich. Seine Arbeit bedeutet ihm alles. Vor 4 Jahren wollte sich Peter Schmidt eigentlich zurückziehen, verkaufte sein Designstudio. Doch im kleinen Team arbeitet der 72-Jährige in einem Hamburger Atelier weiter. Gerade hat er wieder einige Flakons entworfen. Mehr als 100 Parfümflaschen hat Peter Schmidt kreiert und damit Trends gesetzt. Sein bekanntestes Stück, eine Arbeit für Jill Sander. Das Fläschchen steht mittlerweile im New Yorker Museum of Modern Art. Die Form hat eine große Bedeutung. Und die Form kann den Duft widerspiegeln, aber wenn es sehr raffiniert wird, geht sie weit darüber hinaus. Also das Geheimnis von großen Düften, von großen Flakons, ist, dass es nicht so ganz genau ineinander hakt. Dass die Fantasie, die Frauen eher haben als Männer, plötzlich mitspielt. 1937 in der süddeutschen Stadt Bayreuth geboren, geht er nach seinem Kunststudium nach Hamburg. Mit Aufträgen für die Modemacherin Jill Sander kommt in den 80er Jahren sein Durchbruch als Produktdesigner. Auch für die Marken Hugo Boss und Joop entwirft er weltbekannte Logos. Sein minimalistischer Stil zieht sich durch alle Arbeiten und prägt in Deutschland auch das öffentliche Leben. Also ich müsste wirklich viel Zeit haben, um nachzudenken. Erst einmal, was ich alles gemacht habe und wann ich alles gemacht habe. Und manches habe ich ja dann auch verdrängt und will es gar nicht mehr wissen. Und manches entdecke ich dann und denke sogar, das war gar nicht so schlecht. Nach mehr als 20 Jahren im Dienst großer Marken sucht Peter Schmidt einen Ausgleich und findet ihn in der klassischen Musik. Für sie hat er seit seiner Jugend in der Wagnerstadt Bayreuth ein Faible. 1994 gestaltet er sein erstes Bühnenbild. Seitdem arbeitet er immer wieder, wie bei dieser Parsifal-Inszenierung, für das Ballett, die Oper und das Theater. Er kreiert Bühnenbilder und Kostüme, mal in Hamburg, Bamberg oder Zürich. Für Peter Schmidt eine Gegenwelt zum Produktdesign. In meinem ursprünglichen Beruf, da gibt es Vorbereitung, Präsentation, man fährt wieder zurück. Man kann in die Druckmaschine, man kann in die Glashütte und kann das beobachten, wie es entsteht. Und man kann es bremsen. Aber in dieser Welt, in der wir hier sind, gibt es das nicht. Der Vorhang geht auf, die Lichter gehen an und dann muss alles funktionieren. Das ist natürlich sehr reizvoll. In seiner Wahlheimat Hamburg hat Peter Schmidt viel zum kulturellen Leben beigetragen. 2006 bekommt er vom Senat den Titel eines Ehrenprofessors. Auch architektonisch setzt er sich ein Denkmal. 2003 gestaltet er Foyer und Lounge der Staatsoper um. Peter Schmidt scheint nie stillzustehen. Als erstes Mal könnte ich mir gar nicht vorstellen, mich nur mit einem Thema zu beschäftigen. Das hat in meinem Leben bisher nicht funktioniert und das wird auch weiterhin nicht funktionieren. Das geht aber darum, dass ich eine vielleicht schon wirklich ein bisschen pathologische, muss man sagen, Sehnsucht nach Gesprächen habe mit Menschen. Ich glaube, das Leben ist hauptsächlich ein Dialog mit anderen Menschen. Um diesem Dialog einen neuen Raum zu geben, hat Peter Schmidt jetzt für die Stadt Frankfurt am Main ein Zukunftsmuseum entworfen. Es beschäftigt sich mit den ökologischen und sozialen Folgen menschlichen Handelns. Der Designer denkt an morgen. Es gibt Gespräche, vor allem immer über Projekte, die mit jungen Menschen zu tun haben. Was nützt es, wenn ich noch was weiß und es nicht weitergeben kann? Mit Nachwuchsdesignern arbeitet Peter Schmidt unermüdlich weiter an Projekten. Etwa an einem Programmheft für die Münchner Philharmoniker.
Und natürlich denkt er bereits über neue Flakons nach.